Herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Wir sind in der Afterstory des Spiels. Wir haben nicht im letzten Part den finalen Boss besiegt, sondern im vorletzten Part. Im letzten Part haben wir in einem Livestream, ich weiß nicht, ob ihr ihn geguckt habt, das war ja doch, ja, es waren doch recht viele da, aber ich kann gut nachvollziehen, wenn ihr es zu langweilig fandet, haben wir alle Björns gesucht in allen regulären Leveln, die wir bis hin zu diesem Video, Part 40 des Let's Plays, gespielt haben. Das bedeutet, uns fehlen jetzt noch drei Björns und diese drei Björns, die uns fehlen, warten in der neuen Welt, die sich aufgetan hat, nachdem man den Endboss besiegt hat. Und das wäre hier unten das Land der Mysterien, für das wir noch einmal 30 von diesen Sonnenblumen benötigen, um es zu betreten. Und darum soll es auch heute gehen, um das Land der Mysterien, die letzte offizielle Welt in Yoshi's Crafted World. Auf geht's. Bin ich kaputt? Flohbedient diesen Berg erklimmen. Kannst du mir 30 Sonnenblumen geben? Ah, der Typ ist eh schon so geblendet von der Sonne, wenn er eine Sonnenbrille braucht. Aber ja, kannst du haben. Ich verstehe sowieso nicht, warum sie nicht für Welt 300 verlangt haben. Und hier weiß ich nicht. 250, 300, das wäre doch nicht zu viel verlangt gewesen, oder etwa doch? Oh, vielen Dank, ich fühle mich jetzt wie neu gefoltert. Ja, yeah, also, dann wollen wir mal, ne? Alles klar. Oh yeah, schon wieder bin ich ganz kaputt. Ich brauche wohl noch mehr Grinseblumen. Aha, okay, das streckt sich also jetzt weiter durch die Welt hindurch. Und ich kann erst sehen, wie viel er möchte, nachdem ich das Level geschafft habe. Das ist tatsächlich eine relativ coole Neuerung. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, ich glaube, wir bleiben auch einfach beim grünen Yoshi. Ich habe da jetzt keine Lust mehr, da irgendwie wieder weiter durchzuwechseln, was die Yoshis angeht. Aber was wir durchwechseln könnten, wären die Outfits. Denn hier gibt es noch einen letzten Wunderballautomat mit den, ja, letzten 10 Outfits kann man nicht sagen. Uns fehlen danach immer noch 3. Aber mit den letzten 10, die man durch die Wunderballautomaten bekommen kann. Und das kostet uns auch gleich satte 3000 Münzen. Mehr als ich je mit meinem YouTube-Kanal eingenommen habe. Weiß ich gerade nicht. Bin mir nicht sicher. Ich mache ja schon recht lang YouTube. Deswegen, ich glaube aber schon. Ich glaube, 3000 habe ich gesamt noch nicht. Nun denn, wir schalten das Toycon RC-Auto frei. Ach, guck mal, ein Nintendo Labo-Gimmick mit Yoshi-Design. Interessant. Ist hier nur Nintendo Labo-Stuff? Nein, denn hier gibt es auch Schnuffel. Ist das ein seltener? Ich glaube, Schnuffel war ein seltener, ja. Dann haben wir das Toycon Klavier. Oh, da bin ich ein großer Fan von tatsächlich. Das wäre das einzige Nintendo Labo-Spielzeug, das ich wirklich gerne hätte. Dann haben wir den großen König Bowser, darf natürlich nicht fehlen. Der Balthasar-Outfit, ach, das ist der alte Opa, der uns einmal den Weg versperrt hat, genau. Den Bastian Barrikaton. Den Toycon-Roboter. Ah, ich mag die Labo-Outfits tatsächlich. Sehr, sehr cool. Der rosa Schnuffel. Ah, und jetzt kommen wahrscheinlich alle kleinen Schnuffeln noch, ne? Der schwarze, genau. Und der blaue. Der hellblaue, um genau zu sein. Da müssen wir auch noch ein paar suchen von denen, damit wir 100% unser eigen nennen können. Aber jetzt können wir wenigstens schon mal sagen, wir haben alle Automaten abgeschlossen, nicht wahr? Das ist doch auch etwas. Yay. Und ich werde wahrscheinlich ein bisschen durchwechseln, was jetzt die nächsten Videos angeht. Denn wir haben ja jetzt hier noch 3 Level vor uns und wir müssen jeden Boss mit seinen unglaublich schwierigen Missionen nochmal spielen. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass ich das durchwechseln werde. Also heute gibt es ein paar Level und das nächste Mal, wenn ihr denn wieder einschaltet, gibt es dann Boss-Missionen. So wird es aussehen. Ich nehme mir das Nintendo Labo Klavier heute mal vor, weil wie gesagt, das ist das einzige Nintendo Labo Toycon, das ich wirklich gerne hätte. Trampelpfad, aber die kann man halt nicht alleine kaufen, nicht wahr? Die muss man sich im Set kaufen und 100 Euro für Pappe gebe ich dann nicht aus. Na gut, Trampelpfad, das erste Level im Land der Mysterien und mir wurde bereits mitgeteilt, dass es ab hier jetzt richtig schwierig geht. Ab hier geht's jetzt hart zur Sache.
Deswegen sollten wir uns direkt von Anfang an zusammenreißen. Was ist das hier? Das erinnert mich so ein bisschen an, an Kirby. Kirby und das magische Garn. Da gab es auch solche Blumen, die man so aufdrehen konnte. Was mir schon in die Kommentare geschrieben wird, wurde und was mir überhaupt nicht gefallen mag, wenn ich das jetzt hier schon mal sehe, die erste Welt. Wenn wir, ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist, aber ich will es auch nicht ausprobieren. Und zwar, wenn wir in den Abgrund fallen, dann sind wir tot. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Soweit ich das mitbekommen habe. Das bedeutet, jetzt muss jeder Schritt hier exzellent geplant sein. Und man sieht auch schon, man braucht ein bisschen Skill. Und ich höre auch schon die einzige Musik, die uns in der Galerie fehlt. Die neue Musik, die hier noch dazu kommt in dieser neuen Welt. Und die gefällt mir. Die ist ein cooler Remix. Oh yeah. Und vor allen Dingen ist es eine neue Melodie. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Yay, da 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 da. Klar, es ist trotzdem noch immer dieselbe Musik. Ne? Dieses... Nein! Oh, ich bin tot, ne? Ich bin tot. Wie viele Münzen fallen denn da noch runter? Oh mein Gott. Das ist ein Game Over Screen, meine Damen und Herren. Den habe ich noch nie zuvor gesehen. Und jetzt alles von vorne? Oh mein Gott. Ja, woher soll ich denn... Ne, es hätte ja auch eine rote Münze dabei sein können. Oh, das wird... Okay, das wird tatsächlich relativ schwierig. Ja, das ist natürlich im Multiplayer. Na, wobei, ich weiß gar nicht, wie das im Multiplayer gelöst ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass im Multiplayer dann der Spieler auch tot bleibt, wenn er hier runterfällt. Oh, das ist jetzt lange Zeit konzentrieren, muss man sich hier. Sehr, sehr lange Zeit konzentrieren. Kein Fehler. Und ich hätte natürlich auch gerne jeden Shy Guy. Weil die sind höchstwahrscheinlich genauso bemessen, dass sie halt genau abgepasst sind auf dieses Level. Die Shy Guys. Na gut. Okay. Spielen wir ein bisschen vorsichtiger. Jetzt haben wir es ja doch ausprobiert. Was passiert, wenn man runterfällt? Das war tatsächlich eine rote. Ich hoffe, das war keine rote. Das wäre äußerst ärgerlich. So, jetzt hier ein bisschen Shy Guy gehopse. Das dürfte doch für einen erfahrenen Zocker kein Problem sein. Würde ich meinen. Oh Gott, wie holt man denn hier die Blume? Okay, einfach den Shy Guy abschießen. Das funktioniert. Ich glaube, den, oder? Nee, den kann ich sogar fressen. Ich hätte gern wieder ein Ei. Deswegen, Hilfe, Mama. Alter, was ist das für ein Level hier? Ach, du Kacke. Das macht ja überhaupt keinen Spaß, das Level. Das ist richtig anstrengend. Vor allen Dingen gehe ich halt auch noch blind an die Sache hier ran. Hab davor noch nichts gesehen, was mich hier erwartet. Da unten sehe ich eine Sonnenblume. Da müssen wir runter. Dann ist hier auch nicht mal eine rote dabei. Okay, okay, okay. Wir haben 3 Blumen von 5. Ich benutze ich mal als Trampolin, auch wenn es ein bisschen unnötig ist. Aber wir haben 2 Eier. Wir haben 2 und jetzt kann ich mir hier zum Beispiel auch noch welche holen. Noms. Bin gerade ein bisschen froh, dass Yoshi die Eier, die Gegner selbst runterschluckt und ich da nichts mehr drücken muss. Nach unten. Okay, die 100 Münzen hätten wir für die Bonus Blue. Oh Gott, was ist jetzt los? Das funktioniert niemals. Ich habe nicht mal genug Eier dafür, ne? Ne. Das ist ja Wahnsinn! Vergiss es! Ach du heilige Scheiße. Okay, da wenigstens das Geschenk haben wir getroffen. Vielleicht kriegen wir alle roten Münzen zusammen. Das wäre gerade so ein bisschen mein Traum. Weil die Blumen können wir ja jetzt sowieso vergessen. So, der da oben hat auch eine rote Münze geschleppt. Hier sind auch wieder 3 dabei. Sehr schön. Das heißt, es fehlen nur noch 5. Nur noch. Gott, was ist denn das jetzt hier? Geldregen. Na gut, aber keine rote Münze. Wo geht's weiter? Könnte ich rüberfliegen? Könnte ich rüberfliegen? Bräuchte ich den Steiger nicht, aber wir nehmen ihn trotzdem. Dafür. Da ist das Zielschild. Okay, Herzen hätten wir.
Herzen hätten wir. Was ist jetzt los? Nee, die kriege ich nicht. Scheiß auf die Blume. Wie gesagt, mein Ziel ist es, die roten Münzen, und wir haben es tatsächlich auch geschafft. Die Herzen ins Ziel. Oh mein Gott, das war anstrengend, du. Kurz, aber anstrengend. Puh. Kann sich sehen lassen, die Bonuswelt. Na gut, also wir müssen sowieso nochmal rein, ne? Zwei Blumen, aber wir haben wenigstens alle Bonusaufgaben erfüllt. Im ersten Level. Das ist doch gut. Das ist schön. Freut mich. Dann kann ich mich jetzt einfach auf die Eier konzentrieren. Auf geht's, Yoshi! Erneut hinein. Und jetzt können wir auch Ausschau halten schon nach Björn Barrikarton. Der sich auch irgendwo hier verstecken muss noch. Wie gesagt, da fehlen uns noch drei von denen. So, also. Wir nehmen, das war schon mal schlecht. Ich wollte nämlich Eier mitnehmen. Viele, viele Eier. Brauchen ja an der Stelle viele Eier am Ende. Für die Ballone zum Abballern. Na, verdammt. Die Bowser Junior da im Hintergrund werden bestimmt wichtig. Die werden bestimmt wichtig. Ihr wisst ja, es gibt noch drei Sachen, die wir sammeln müssen. Das heißt, wahrscheinlich für jedes dieser Level eines. Ich vermute, eines hier im ersten Level werden die Bowsers sein, die da im Hintergrund von der Decke hängen. Es ist ja nicht Bowser Junior, es ist Bowser. Ne? Ist ja der Erwachsene, der junge Bowser noch. In den Yoshi-Spielen. Mir wird noch ein Ei fehlen. Eins bräuchte ich noch, Spiel. Dankeschön. Na, wobei, ich bräuchte noch eins. Kann ich noch eins haben? Danke. So, jetzt passt's. Jetzt passt's. Aber ich nehm gerne einen mehr. Dazu sage ich immer nicht nein. Es geht ja recht flott hier von der Hand wenigstens. Zu der Stelle. Genau deswegen habe ich einen mehr mitgenommen. Oh mein Gott. Oh, ich dachte schon, das geht sich zeitlich nicht mehr aus. Aua. Hilfe. Mama, Mama, Mama. Ich will nicht sterben. Jibba dabba dabba du. Okay. Ja, es ist Commentary vom Feinsten. Ich weiß Bescheid, Leute. Tut mir leid. Aber ihr seht ja, was hier los ist. Ich glaube, ich muss mich hier nicht vor irgendjemanden rechtfertigen. Weshalb ich das gerade nicht kommentiere. So, den holen wir uns ganz oben, weil dann können wir die Blume uns schnappen. Und dann einfach, oh mein Gott, als ob das auf den Scheigeispringen noch gezählt hat gerade. Ich werde wahnsinnig. Okay, hier ist Björni. Hallöchen Björni, wir setzen das Level natürlich fort. Und tragen den Rest noch ins Ziel. So, das war die Hälfte des Parts. Ich bin jetzt schon seelisch am Ende. Gucken wir, wie es weitergeht. Kann ja nur gut werden. Ne? Na dann, wie viele darf es denn sein? Ich bin kaputt. Ich will unbedingt diesen Berg erklimmen. Kannst du mir 30 Blumen bringen? Ja, aber gerne doch. Kein Problem. So ein Limit hätte ich gern schon viel früher gesehen, Spiel. Für jedes Level 30 Blumen. Ah, vielen Dank. Ich fühle mich wie neu gefordert. Ah, dann wollen wir mal. Mit deinem Mario Sunshine Outfit. Oh je, ich bin schon wieder ganz kaputt. Ich brauche wohl noch mehr Grinseblumen. Alles klar, aber zuerst gucken wir uns die Belagerung an. Mit einer Blume mehr als im Level zuvor. Was kann ich mir darunter denn vorstellen? Ich bin gespannt. Dürfte ja nicht so schwierig sein, hoffentlich. Ach du Scheiße. Ja, ja. Oh mein
Was ist denn jetzt los? Hi, Blume. Ich bin tot, ne? Ja, gut, ne? Starten wir jedes Level mit einem Game Over. Ist mir recht. Können wir machen. Ist zwar eine interessante Art und Weise, ein Level zu starten, aber wenn es nicht hilft, dann hilft nichts, ne? Okay, wir dürfen das Licht hier nicht betreten, weil das hier die Alarmkollegen auslöst, die wir aus dem Museum kennen. So, dann will ich natürlich das hier alles einsammeln. Oh, 4 rote direkt. Nice. Wie viel gibt's hier? Gar keine rote. Okay, es ist mir auch recht, ist mir auch recht. Gucken wir mal, was wir ins Ziel bringen können, nicht wahr? Gucken wir einfach mal. Aber ich dachte, die rennen jetzt schön ineinander rein und ich habe kein Problem, aber nee. Nee, das hat nicht funktioniert. Da ist das Geschenk. Ach, mir gehen hier die Eier viel zu schnell aus. Gib her. Da ist jetzt wieder so einer. Okay, die kann ich aber essen. Die ist in dem Vordergrund. Ach, du dreckiger. Wieso springst du denn so? Okay, machen wir es nochmal. Jetzt versuche ich erstmal ins Ziel zu kommen. Ich glaube irgendwie, dass hier das mit dem Leben recht schwierig wird. Ja, auf jeden. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier keine Eier. Bräuchte ich sogar 2 an der Stelle. Nee, komm, dann bringen wir die roten Münzen erstmal ins Ziel. Oder das, was wir bekommen, sagen wir es so, an roten Münzen. Ja, komm, renn in den Abgrund, Kollege. Ja, das ist eine rote Münze, okay. Mensch, ist hier was los. Das ist ja die Hölle hier. Und jetzt stehen wir sogar nur noch auf dem Magneten. Aber sind wir durch? Das ist die wichtige Frage. Ich habe nicht mal 100 Münzen. Also wir sind wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Rote Münzen 15, na wobei? Okay, ich muss jetzt über euch. Okay, aber da reicht's, wenn ich auf einen drauf springe und dann einfach den Flatterflug halte. Elegant. Sehr schön. Anstrengende Level, ey. Wie viel? 2 Blumen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich suchen soll. Wahrscheinlich irgendwo in den Fragezeichen-Flatterern, an denen ich einfach vorbei bin. Immerhin haben wir die 100 Münzen. Man muss immer das Positive sehen. Yay! So, eins weiß ich. Ich nehme mir auf jeden Fall, auch wenn ich dafür das geile Outfit ignorieren muss, das Labo-Outfit, mir ein Outfit mit, was 5 Treffer einstecken kann. So viel steht fest. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das gespielt habt, die Level, wie ihr euch angestellt habt und ob ihr es im Zweispieler gespielt habt. Und was für einen Unterschied das im Zweispieler macht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das im Zweispieler einen relativ großen Unterschied sogar macht. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen frage ich euch ja, nicht wahr? Deswegen frage ich ja euch. So, also rote Münzen haben wir, die Blume da drüben haben wir auch, das heißt, das kann ich alles hier ignorieren. Wir müssen nur darauf achten, hier hinten ist, ne, die Yoshis werden hier wahrscheinlich auch wieder wichtig, die können wir dann auch wieder collecten gehen irgendwann. Oh, können wir das jetzt einfach hier in dem Durchgang schaffen, das wäre voll schön. Wir müssen es nicht immer anstrengender machen, als es sein soll. Das muss nun wirklich nicht sein. Aber ist hier wirklich noch keine... Was machst du hier? Guck mal, da war einfach eine unsichtbare Blume. Also, jetzt geht's dann aber los, ne? Und jetzt kriege ich die wieder nicht, ne? Das kann doch nicht angehen! Wie schwierig! Was ist das denn? Das ist ja... Das ist abnormal! Wieso habe ich das jetzt nicht getroffen? Mach das auf, Yoshi! Gut, dann bringen wir halt jetzt die Herzen ans Ziel.
Oder wir bringen gar nichts ans Ziel. Ach nein, ach diese Welt. Ja, ich muss halt die Fragezeichenflatterer untersuchen. Woher soll ich denn wissen, dass da nochmal Herzen drin sind? Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Blume. Ah ja, eigentlich müsste ich mittlerweile schon schneiden, damit die Zuschauer noch da bleiben, aber ich bin mal so frei. Und schneid ausnahmsweise mal nicht. Es tut mir leid, aber noch sind wir nicht bei einer Partüberlänge. Hoffentlich wird das auch keine. So, also wir brauchen hier die Herzen. Davon gibt es ja zum Glück genug in dem Level hier. Und dann gab's hier, genau, hier gab's die Blume in der Mitte. So, die brauchen wir auch. Zack. Sehr schön. Das aktivieren wir jetzt ein bisschen später als davor. Und zwar jetzt, würde ich sagen. Boah, das darf nicht angehen, ne? Das kann nicht wahr sein! Da werde ich laut, du! Wie das nicht funktioniert! Na gut, immerhin haben wir die Herzen. Finde ich mich damit mal ab. Das brauchen wir nicht untersuchen. Das ist absolut unnötig. Aber dafür... Ach, du bist im Hintergrund. Interessant, wusste ich nicht. Dafür hätte ich jetzt gern noch die beiden Sonnen, die hier fehlen. Aber dann brauche ich nur noch die eine holen. Und die kann ich euch reinschneiden. Darauf kommt's nicht an. Diese Scheinwerfer. Richtig ekelhaft. Aber wo ist diese letzte Blume? Das ist eine sehr gute Frage. Sie muss ja eigentlich jetzt kommen. Irgendwann. Hier. Ja. Natürlich packen wir die in die Richtung. Ihr ekelhaften, ne? Ihr ekelhaften Entwickler. Und Björn? Von Björn fehlt auch jede Spur. Boah, diese Welt läuft absolut nicht glatt. Vor allen Dingen auch mein Commentary ist unter aller Sau. Na gut. Dann schneide ich euch jetzt die eine Blume rein, ne? Und dann war's das für heute. Alles klar, hier hätten wir Björn, da wo sich die Wege spalten, da wo sich dann die, da wo die zwei Plattformen anfangen. Und ich kann jetzt eigentlich eh ab hier weiterlaufen lassen, weil ab jetzt geht dann eh die Schnitzeljagd hier, oder die Äpfeljagd, je nachdem wie man es sieht, geht jetzt hier los. Und ich glaube mit dem Rhythmus, Gott sei Dank, funktioniert das dann auch. Yay, sehr schön. Yippie! Na dann, das war der Anfang im Land der Mysterien. Hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal gibt's die ersten Bosse und dann gucken wir uns mal an, wie schwierig das gemacht wurde. Da wurde ich auch schon davor gewarnt. Daumen hoch nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Thank you.